Tag und willkommen zu unserem Kurs über die Grundlagen der Energietechnik. Wir wollen uns in diesem Video mit den typischen Energieeinheiten beschäftigen, die gebräuchlich sind in der Energietechnik. Zunächst einmal steht zentral in der Physik natürlich die Energieeinheit Joule, das ist also die Einheit der Energie. Der Energie ist natürlich erstmal das Joule. Also Einheit, Energie, das ist das Joule. Aber aus der Definition der physikalischen Größen. Das ist aber nicht die einzige Einheit, die man in der Energietechnik verwendet. Es gibt noch andere gebräuchliche Einheiten, die einfach historisch entstanden sind und in der Anwendung deutlich praktischer sind, als alles in Joule zu brechen. Eine wesentliche Energieeinheit ist die Wattstunde. Das heißt also aus der Kenntnis, dass ja die Leistung P definiert ist als die Änderung der Energie mit der Zeit, mit der Einheit Watt. Also das heißt, die Leistung hat ja die Einheit Watt. Lässt sich natürlich daraus ableiten, dass die Einheit der Energie in dem Fall also, wenn wir uns die betrachten wollen, das ist ja das Joule oder die Wattsekunde, weil es einfach Leistung mal Zeit ist mit der Einheit Sekunde für die Zeit. Jetzt ist auch das nicht üblich, weil die Energiewirtschaft nicht im Sekundentakt agiert, sondern eher auf der Skala von Stunden. Und was sich da etabliert hat, ist einfach die Wattstunde als zentrale Energieeinheit. Das heißt, wir haben die Wattstunde, abgekürzt mit WH, und die lässt sich jetzt umrechnen in Joule. Wie lässt sich das machen? Ja gut, also recht trivial. Wir haben also als Einheit oder als Zahl 1 Watt mal eine Stunde. Das rechnen wir jetzt um in 1 Watt mal, und eine Stunde hat 3600 Sekunden. Na gut, dann haben wir natürlich direkt 3600 Wattsekunden. Machen wir es ganz langsam, und das sind also 3600 Joule oder 3,6 Kilojoule. Das heißt, also in der Energiemenge von einer Wattstunde stecken 3,6 Kilojoule. Es wird sich dann zeigen im Verlauf dieses Kurses, dass die Einheit der Wattstunde sehr praktisch ist in der Energiewirtschaft, vor allem in der elektrischen Energiewirtschaft, weil dort tatsächlich sehr häufig dann Zeitskalen, also die Stunde oder die Viertelstunde vorkommt. Und da ist es dann sehr praktisch, wenn man sehr einfach und schnell zwischen Energie und mittlerer Leistung wechseln kann, wenn man einfach auf dieser Zeitskala der Stunde ist. Was haben wir noch an wichtigen Energieeinheiten? Einfach historisch, das ist die Kalorie. Die kennt man heute hauptsächlich noch aus der Lebensmittelindustrie. Mit Angaben, wie groß der Brennwert jetzt von Lebensmitteln ist, ob das jetzt ein Süßriegel ist oder Nudeln etc. Findet man die Angaben auf den Verpackungen. Historisch entstanden die Kalorie als Wärmeenergie. Das heißt also, wie viel Energie brauche ich, um Wasser zu erwärmen? Da kommt das her. Also ursprünglich daher, also wenn man 1 Gramm Wasser erwärmen will, und so ist es historisch entstanden. Also 1 Gramm luftfreies Wasser, wenn man ganz genau ist, erwärmen möchte von 14 auf 15 Grad, also erwärmen von 14,5 Grad Celsius auf 15,5 Grad Celsius. Wichtig war natürlich, dass Wasser als Molekül Eigenschaften hat, verändert seine Dichte. Die Wärmekapazität verändert sich mit der Temperatur. Das heißt, man muss den Temperaturbereich angeben. Das heißt, wir wärmen das Wasser um 1 Grad Celsius oder 1 Kelvin. Und das braucht, oder hierfür braucht man eine Kalorie. Das wurde mittlerweile etwas exakter definiert, international. Und heute ist es jetzt also so, dass wir eine Kalorie, das sind
Na, ungefähr 4,1868 Joule. Das heißt, also, da kommt auch kommen diese Angaben auf den Lebensmitteln her. Das ist ein etwas anderer Faktor und nicht diese 4,186. So, das heißt, darüber kann man diese Kalorie, kann man jetzt definieren, die ist aber im internationalen Umfeld in der Energietechnik tatsächlich gar nicht mehr im Einsatz. Was wir in Deutschland oder Mitteleuropa, was man da häufig noch sieht, auf Angaben, ist die sogenannte Steinkohleeinheit. Steinkohleeinheit. Abgekürzt mit SKE, liegt aber daran, dass Deutschland, Großbritannien große Industrienationen sind, die mit der Steinkohle gewachsen sind, als erster Primärenergieträger, sodass man die Energiemengen immer auf ein Kilogramm Steinkohle bezogen hat. Das heißt, wo kommt das jetzt her? Also ein Kilogramm Steinkohle. Oder ein Kilogramm SKE ist also die Verbrennung von einem Kilogramm Steinkohle mit einem Heizwert von, und das so war die Definition, von 7000 Kilokalorien pro Kilogramm, sodass man daraus dann direkt die Energiemenge ableiten konnte. Das heißt, es in einem Kilogramm Steinkohleeinheit stecken. Das sind dann jetzt ungefähr hier, wenn man das jetzt umrechnet, 7000 Kilokalorien. Sagen wir direkt diese Einheit, da kommt es her. Das entspricht ungefähr 29,3 Megajoule, wenn wir also in die Ursprungseinheit wechseln wollen, oder das sind ungefähr 8,14 Kilowattstunden. Die Einheit findet man tatsächlich auch heute noch in Studien, in Veröffentlichungen, aber immer seltener, weil die Steinkohle einfach als Energieeinheit eine untergeordnete Rolle spielt. Was wir noch haben im internationalen Umfeld, und diese Einheit wird tatsächlich noch sehr oft verwendet, ist die Öleinheit. Das heißt, wir haben jetzt hier noch als weitere Energieeinheit die Öleinheit. Das ist im Englischen dann das Oil Equivalent, also hauptsächlich im angloamerikanischen Bereich als Nation, die sehr stark auf Erdöl setzt als Energieträger. Das heißt, also auch dort wird die Energiemengen werden umgerechnet in Öleinheiten. Wie sieht das aus, wenn man jetzt also eine Öleinheit hat? Also abgekürzt ÖE. Wie groß ist das? Das ist ungefähr, ja, also es kommt her aus wieder aus der Kilokalorienbetrachtung, das sind 10.000 Kilokalorien, ne, die in einer Öleinheit stecken. Das entspricht, oder einem Kilogramm Öl, und das lässt sich natürlich wieder entsprechend umrechnen, das sind dann 41, runden wir es mal auf, 9 Megajoule oder das sind 11,6 Kilowattstunden oder 1,43 Steinkohleeinheiten. Das heißt, Öl ist etwas energiereicher als die oder energiedichter als die Steinkohle. Wichtig ist jetzt bei solchen Kennzahlen hier, man sollte die Begrifflichkeiten kennen, diese Umrechnungsfaktoren, die kann man sich merken, aber man muss in der Regel wissen, wo man sie findet und rechnet diese Einheiten dann um in der Regel dann in das Joule oder in die Wattstunden. Das ist dann das Einfachste. Was haben wir jetzt noch als Einheit, die tatsächlich auch sehr selten vorkommt, aber ja, auftritt auch wieder historisch, die sogenannte British Thermal Unit. Die also analog entstanden ist zur Kalorie, also BTU oder BTU abgekürzt. Das ist die Energiemenge, die ich brauche, die Wärmemenge, die Wärmeenergie, die ich brauche, um ein britisches Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen. Also analog zu der Kalorie. Das ist jetzt im metrischen System, entsprechend jetzt im angloamerikanischen System wird also ein
ein Pfund, und zwar ein britisches Pfund, da muss man unterscheiden, also ein britisches Pfund Wasser. Das ist, ja, das sind 0,45 Kilogramm, also das ist ein britisches Pfund, das hier sind 0,45 Kilogramm Wasser, also etwas weniger als ein halber Liter Wasser, wird also um 1 Grad Fahrenheit erwärmt. Das heißt, also 1 Grad Fahrenheit, das hier entspricht, ja, das sind, wenn man das umrechnet, 5 Neuntel, 5 Neuntel Kelvin. Also das heißt, also 5 Neuntel, das sind so um die, ne, 0,555 Kelvin. So, und das führt dann dazu, dass also eine British Thermal Unit, eine BTU, das sind 1055 Joule oder entsprechend halt in den anderen Einheiten. So lässt sich das definieren. Auch die taucht tatsächlich in manchen Studien, in manchen Veröffentlichungen noch auf, ist aber tatsächlich eher selten geworden. Das heißt also, grundsätzlich muss man in der Lage sein, zwischen diesen Energieeinheiten, die wir jetzt hier gesehen haben, also das heißt, wir haben hier die Wattstunde als sehr praktische Einheit, dann, was immer noch sehr häufig vorkommt, ist natürlich die Öleinheit und dann die übrigen Einheiten, die man kennen sollte, die Steinkohleeinheit, die Kalorie, die British Thermal Unit und natürlich dann das Joule als der physikalischen Einheit. Die sollte man, mit denen sollte man vertraut sein, natürlich in der Lage sein, sehr schnell und einfach die Wattstunde umzurechnen in Joule und umgekehrt, weil all diese Einheiten in der Energietechnik ihre Anwendung haben in den unterschiedlichen Bereichen, sodass man in der Lage sein muss, diese Einheiten ineinander umzurechnen und mit den Einheiten auch umgehen zu können.